Die Welpeneltern treten wieder den Heimweg an und die Lehrer bereiten die nächste Stunde vor. Das heißt, der Nachwuchs hat auf dem Schulhof freies Feld. Wären André und Eva doch nicht immer so schnell. Weiter geht unser Training, und zwar mit dem Klassiker überhaupt, mit dem Platzkommando. Ein Unterrichtsfach, das die meisten Welpen wohl aus dem Homeschooling kennen. Wir starten jetzt mal mit dem Riddick. Ganz wichtig bei dem Training ist, dass wir eine rutschfeste Unterlage haben. Trainiert auf gar keinen Fall zu Hause irgendwie auf Fliesen oder auf so einem rutschigen Holzboden. Lieber hier so eine Decke oder einen Teppich oder sowas nehmen. Seht ihr schon, das ist viel angenehmer für die Welpen, ja, weil sonst rutschen die so weg. Achtet da drauf. So, wir starten. Draufführen und mit dem Futter runtergehen. Darauf achten, dass die Hand nicht nach hinten weggeht. Die geht einfach nur runter. Und ich schließe das Futter wie in so ein Safe ein und warte, bis mein Hund liegt. Und dann geht dieser Safe im richtigen Moment auf. So, das wiederholen wir ein paar Mal. Es ist vielleicht ein bisschen zu bequem jetzt. Komm hoch, Junge. Das ist eine faule Du bist doch noch jung. Jung schon, aber eben auch gemütlich. Jawohl. Sieht aber so aus, als hätte der da schon mal was ich gelernt, glaube, oder? Ich glaube fast auch. Das testen wir jetzt mal. Ich zeig mal nur das Futter und guck mal, was passiert. Und aha, da wurde schon vortrainiert. Auf jeden Fall, das sieht gut aus. Und dann belohnen wir das Ganze schon länger. Das heißt, hier ist jetzt die Herausforderung nicht mehr, dass er liegt, das kann er schon, sondern dass er länger liegen bleibt. Und natürlich, die Decke ist hier auch sehr gemütlich, muss man ja auch sagen. Das stimmt. Bei dem nackigen Ridgeback-Bäuchlein. Da fühlt er sich besonders wohl. Ja. So, und dann auch wieder jetzt auflösen. So, und jetzt steigern wir noch mal weiter. Komm mal her. Indem ich zum Beispiel sage, Platz, auch wenn er es noch gar nicht verstanden hat. Und jetzt stehe ich mal auf und schaue, dass er trotzdem liegen bleibt, was er auch toll macht. So, ich fange jetzt schon mal an, mich zu bewegen, vorwärts, seitwärts, wie so ein kleines Tänzchen machen, ja, und schauen, dass mein Hund trotzdem liegen bleibt. Super Training mit dem Riddick hier, vorbildlich. Guck mal hier. Und jetzt. So, Frieda, jetzt schauen wir mal, ob die es auch schon kann. Auf die Decke gehen sie alle sofort. Die ist auch so schön plüschig. Ich mache jetzt hier auch mal einen Test und halte nur mal das Futter fest. Sitz haben wir auf jeden Fall hier im Programm. Hochspringen auch, aber das ist immer inklusive. Aber ein Platz. Ja, war das Zufall oder? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Rolle kann sie auch. Rolle hast du auch schon gelernt. So, guck mal her, Frieda. So ganz bei der Sache scheint Frieda gerade nicht zu sein. Na, komm hoch. Jetzt. Dann lösen wir es eben schon auf, auch kein Problem. Darfst dich mal holen und dann noch mal. Frieda, du bist noch nicht fertig. Komm mal her. Festhalten und dann im Richtung. Die ist so ein bisschen so ein Clown heute. Ne? Ja. Kann sich nicht so recht konzentrieren. Das gibt's schon mal. Jeder Welpe hat mal so einen Tag. Heute ist es anscheinend Frieda. So, das ist die Steigerung von Platz. Ja? Richtig gute Hunde. Bärchen, auch das hier belohne ich jetzt einfach auch mal. Na dann wird eben gekuschelt. Moment, da will noch einer. Ui. So, Luna ist die Nächste. Machst du das mal, Eva? Ja. Und dann geht's auch schon los. Runterführen, warten, bis der Hund wirklich komplett liegt, dann wird belohnt und dann wieder aufstehen. Und dann können wir es gleich auch schon mal antesten, würde ich fast sagen, oder? Was meinst du? Ja. Ja, die geht so zuverlässig mit runter. Probier es doch mal aus. Luna? Jawohl, sehr schön. Das ist eigentlich der spannendste Part bei diesem Kommando. Ja, weil der Hund muss vom Futter weg, gerade für einen Labrador, echt eine schwierige Geschichte. Ja, das können wir doch mal sehen hier. Warten. Super. Und dann geht sie runter. Und dann geht die Eva aber sofort mit der Hand hinterher und belohnt sie genau für dieses Verhalten. Jetzt. So, ich stelle mich mal hin. Solange der Hund noch interessiert ist am Futter, was bei ihr gar kein Problem ist, warten. Ja. Lasst eure Hunde selber nachdenken. Das macht so viel Spaß dann auch für die Hunde, aber auch für euch beim Training. So, das macht ihr schon so toll. Ja, bringen wir das Kommando einfach mal mit rein. Okay. Luna. Platz. Das passiert zwischendurch mal.
Was machen wir? Nichts. Wir warten einfach, bis das kommt. Ihr wiederholt nicht nochmal das Kommando. Wartet einfach. Hin und wieder kann das passieren in dieser Aufbauphase. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Platz. Super. Und jetzt kannst du mal steigern, indem wir aufstehen und mal vielleicht so ein bisschen weggehen und sofort wiederkommen. Dann kann man mal anfangen, links, rechts, mal einen Kreis drum machen. Also langsam dieses frische Kommando, was wir gerade aufgebaut haben, zu festigen. Die Grundregel ist, wenn ich einmal das Kommando gegeben habe, gilt das so lange, bis wir auflösen. Jetzt. Jawohl. Super. Sehr schön. Gut gemacht. Ein Lob vom Lehrer zum Abschluss des Tages. Jetzt darf noch mal getobt werden, was das Zeug hält. Nur Newton muss noch mal ran. Das Kommando bei Fuß soll schließlich auch draußen klappen. Ach, guck mal, da kommen sie doch schon alle. Super. Ja, super. Kommt mal rüber. Oh, Newton, komm ich lasse mal eure Welpen frei. Doch während Newton sich freut, sind die Klassenkameraden noch im Spielmodus. Nee, Eingang weiter. So, jeder hat seinen Welpen. Wunderbar. Eine kleine Übung würden wir nämlich gerne noch mit euch machen. Da waren wir gerade dabei. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz mit dem Newton das Ganze zeigen. Der hat es nämlich toll gemacht. Es geht um das Thema bei Fuß. Wir sind schon beim zweiten Schritt. Handtouch haben wir aufgebaut. Und jetzt kommt noch der Seitenwechsel, dass euer Hund hinter euch auf Kommando klopfen auf den Oberschenkel, die Seite wechselt. Ja? Die Eva klopft und schaut dahin, wo sie den Hund haben möchte. Genauso soll es aussehen. Ne? So, und dafür brauchen wir wieder unseren Handtouch. Kann man jetzt hier sehr gut erkennen, warum das notwendig war. Fein. Ich glaube, bei ihm reicht das. Sehr gut. Aber dann dürft ihr jetzt auch noch mal trainieren und uns zeigen, dass ihr das genauso gut hinkriegt. Gerade wenn man jetzt hier so am Bürgersteig geht, an der Straße, da finde ich das schon sehr wichtig, dass er auch ordentlich bei Fuß geht. Stell dich so hin, dass du seitlich neben dem stehst, dann hast du es einfacher. Genau. Jetzt klopfst du dir auf deinen rechten Oberschenkel. Genau. Genau, Handtouch und belohnen. Sehr gut. Auf die andere Seite. Du kannst ruhig so stehen bleiben. Zack. Flache Hand. Genau. Belohnen. Und nochmal wechseln. Bis einem schwindlig wird. Und das ist nicht Newton. Und klopfen. Und guck mal, jetzt hast du ihn mit deinem Kopf nach da und nach vorne rumgezogen. Ja? Sondern schau wirklich, ich stehe hier, der ist da, dann gehe ich hier hin und gucke. Und dann kommt der auf jeden Fall hinter dir. Okay? Versuch's noch einmal. So, und klopf, klopf. Und da kommt er dann auch zuverlässig hinter dir her. Das war genau richtig, super gemacht. Und jetzt reicht's auch für den Jungen. Der hat sich eine Pause auf jeden Fall verdient. Das ist eure Hausaufgabe. Für heute war's das. Kommt gut nach Hause. Wir sehen uns beim nächsten Training. Tschüss! Und das dann hoffentlich mit weniger steifen Tanzeinlagen der Besitzer. Und nächste Woche. Spiel und Spaß weichen langsam der Spannung. Im Unterricht lernt Apollo den Rückruf und neues Futter kennen. Ich glaube, der kennt noch keinen Käse. Du kannst es fressen. Ist gut. Außerdem coacht André YouTube-Star Melly und seine Fernschülerin Holly. Der Spaziergang an der Leine macht beiden Probleme. Ja, jetzt hast du einmal kurz geschlafen. Ja, bei dir sieht es immer so einfach aus.